Doch zuallererst widmen wir uns der sozialen Hilfe in unserer Stadt. Soziale Hilfe spielt nämlich eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, denn vielen Menschen geht es im Leben oft nicht so gut und benötigen Unterstützung. Da ist es gut, dass es die Diakonie, dass es das Diakoniewerk gibt. Das stellt Hilfesuchenden in den unterschiedlichsten Lebenslagen qualifizierte Helfer, aber auch engagierte Freiwillige zur Seite. Seit 40 Jahren bietet das Diakoniewerk Duisburg Hilfe für Menschen, die von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Mit insgesamt 5 Fachbereichen deckt die Diakonie jede Art von Notsituation ab. Sowohl in der Bewältigung von Tagesstrukturen als auch beim Einbezug in den Sozialraum steht sie Menschen zur Seite. Suchtkrankenhilfe und Sozialpsychologie sind 2 wichtige Themen für das Diakoniewerk. Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien gehören aber ebenfalls zu den Aufgabenfeldern. Gemeinsam stark, Vernetzung und Kooperation im Diakoniewerk. So lautet das Motto zum kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 2018. Insgesamt lässt sich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und besonders der Erfolg in der Wohnungslosenhilfe steht im Fokus. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEBAG nahm das Projekt 108 Häuser für Duisburg ein erfolgreiches Ende. Dabei gelang es innerhalb von 3 Jahren, 95 Personen in 60 Wohnungen unterzubringen. Insgesamt wurden rund 3000 Quadratmeter zur Verfügung gestellt. Die Personen waren zuvor wohnungslos oder akut von einem Wohnungsverlust bedroht gewesen. Doch trotz des Erfolgs gibt es noch viele weitere Hilfsbedürftige. Ihren Jahresbericht möchte die Diakonie deshalb zum Anlass nehmen, noch einmal auf die dramatische Wohnungsknappheit in Duisburg aufmerksam zu machen. Ja, und über die Wohnungsknappheit und auch über die Jahresbilanz des Diakoniewerks wollen wir jetzt sprechen. Neben mir sitzt der Geschäftsführer des Diakoniewerks in Duisburg. Herzlich willkommen, Udo Horvath. Schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr gerne. Herr Horvath, erstmal vorab nochmal, die Jahresbilanz wurde heute vorgestellt. Das haben Sie hier auch in dem Jahresbericht Diakoniewerk veröffentlicht. Das ist es. Und ja, wie fällt die aus? Wie ist Ihre Bilanz? Wir können wirklich eine sehr positive Bilanz ziehen für das Jahr 2018. Wir haben über 8200 Menschen, die mit den unterschiedlichen Hilfeproblemen, mit den unterschiedlichsten Problemlagen zu uns gekommen sind, Unterstützung anbieten können. Das ist eine gewaltige Zahl. Wir haben einige neue Einrichtungen eröffnen können im letzten Jahr. Wir haben Projekte in Gang bringen können, die gute Erfolge zeigen. Wir haben auch ein gutes wirtschaftliches Ergebnis. Man muss ja auch in der Sozialwirtschaft auch investieren in die Fachkräfte, in die Mitarbeiter, in die Qualifikation, aber auch in unsere Gebäude und Strukturen. Von daher haben wir ein sehr positives Jahr hinter uns und ich bin sehr zufrieden darüber. Ja, das freut uns. Und ja, die Zahl ist wirklich beachtlich. 8200 hilfebedürftige Menschen beraten und betreut. Was haben die Menschen für Probleme? Vielleicht das erstmal vorab, bevor wir dann zu den Projekten kommen. Ja, wir arbeiten ja in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Das wurde ja in dem Filmchen auch ein bisschen deutlich, den Sie gerade gezeigt haben. Es sind vor allen Dingen suchtkranke Menschen, Wohnungslose, Menschen mit psychischen Problemen. Dann Familien, Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten haben. Und wir haben einen sehr großen Bereich, der sich um Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, kümmern. Wir bilden aus, wir schulen um, wir bieten Beschäftigung in verschiedenen Gewerken und auch in unseren Kaufhäusern an. Und das ist eine gute Sache. Genau. Und mit diesen Projekten wollen Sie den Menschen helfen. Welche Projekte sind 2018 an den Start gegangen? Ja, wenn ich mal eben die Einrichtung, die wir eröffnet haben, noch mal erwähnen darf. Genau. Wir haben schon seit vielen Jahren Sozialkaufhäuser. Wir haben im letzten Jahr 2 weitere eröffnet. 2 Sozialkaufhäuser. Insgesamt haben wir jetzt 7. Die Sozialkaufhäuser bieten Menschen Beschäftigung an vor allen Dingen. Und wir bilden aus zu Verkäuferinnen und Verkäufern. Und natürlich verkaufen wir Secondhand-Ware. Möbel, Kleidung, Hausrat. Und das brauchen viele Menschen heute, die wenig im Portemonnaie haben. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, wenn man in unsere Kaufhäuser kommt, fühlt man sich nicht als Bittsteller oder als armer Mensch, sondern die sind wirklich attraktiv, wie andere Kaufhäuser auch. Man fühlt sich da wohl, man fühlt sich da nicht ausgegrenzt. Und naja, Secondhand-Ware, wir sorgen auch ein Stück weit dafür,
tragen dazu bei, dass die Umwelt nicht so belastet ist, indem man Dinge so auf den Müll schmeißt, die vielleicht, und das ist ja in unserer Gesellschaft häufig so, noch sehr gut erhalten sind. Großen Fokus haben Sie auch auf die Wohnungslosen gelegt. Wohnungsknappheit in Duisburg ist auch ein Problem. Wie konnte das Diakoniewerk da helfen? Mit welchem Projekt? Wir haben in der Wohnungslosenhilfe hier in Duisburg eigentlich ein beispielhaftes Konzept seit fast 20 Jahren, wo wir ganz eng mit dem Jobcenter, mit dem Amt für Soziales und Wohnen zusammenarbeiten. Und seit einiger Zeit haben wir jetzt ein gefördertes, vom Ministerium NRW gefördertes Projekt 108 Häuser, in dem wir in diesen 3 Jahren der Projektlaufzeit Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos sind, relativ zügig Wohnraum zur Verfügung stellen können, den wir selbst renovieren mit unseren Gewerken, also auch Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, richten diese Wohnungen wieder her. Und wir können die schnell vermieten. Die Zahlen wurden gerade auch genannt. Über 90 Menschen haben da ein neues Zuhause gefunden. Über 60 Wohnungen haben wir da hergerichtet. Und ich glaube, das ist ein gutes Instrument. Wir haben in Duisburg eine Menge Wohnungen, die sind nicht gut vermietbar, weil in schlechtem Zustand. Und wir können da präventiv Wohnungen herrichten und die dann auch an Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, die Wohnungen auch wieder zur Verfügung stellen. Das ist ein Kooperationsprojekt, da hängen ganz viele mit dran, Wohnungsbaugesellschaften, Amt für Soziales und Wohnen, unsere Gewerke, und wir haben ein kleines Team eingerichtet mit einer Immobilienkauffrau und einem Techniker, die dies Ganze auch überschauen und planen. Das Projekt läuft leider im September aus. Wir hoffen, wir haben Anträge gestellt zur Weiterfinanzierung über die Kommune und über den Landschaftsverband Rheinland. Wir hoffen, wir zittern ein bisschen darauf hin, dass das weitergeführt wird, weil es wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Kleine Wohnungen in Duisburg und große Wohnungen für Familien mit vielen Kindern sind wirklich knapp, wenn es um preiswerten Wohnraum geht. Ja. Wir haben im Jahr 2000 hatten wir in Duisburg etwa 45.000 Sozialwohnungen, heute sind es nur noch 19.000. Also der Bestand ist deutlich abgesunken und da muss, denke ich, einiges getan werden in der Zukunft. Ja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Jetzt noch die Frage, ja, 2019, weil Sie haben Jahresbilanz gezogen, gucken jetzt aber auch schon in die Zukunft. Ja, was stehen da für Projekte an oder besser gesagt, welche Baustellen hat Duisburg noch? Für uns persönlich steht an, dass wir dieses Projekt 108 Häuser weiterführen können. Das ist im Moment ganz drängend für uns. Wir haben viele Gesetzesveränderungen in letzter Zeit. Das Teilhabechancengesetz hat Anfang dieses Jahres gegriffen. Das ist ein Gesetz, das Langzeitarbeitslosen wieder die Möglichkeit bietet, ins Arbeitsleben zu finden. Das ist für Duisburg eine Riesenbaustelle. Wir haben hier immer noch viele, viele Langzeitarbeitslose. Wir haben jetzt begonnen, erste Menschen einzustellen, Langzeitarbeitslose. Wir haben, glaube ich, im Moment 43 oder 45 neue Arbeitsplätze geschaffen. Da werden wir weiter auch in diesem Jahr voranschreiten. Das machen auch andere Arbeitgeber und andere Träger. Das ist auch gut so, weil da gibt es wirklich viel zu tun. Das ist eine große Baustelle. Eine weitere ist die Integrationspolitik in Duisburg, ganz wichtig. Da braucht man nicht viel drüber sagen, denke ich. Aber wir brauchen eine gute Strategie, eine gute Politik für die Zukunft. Es wurde gerade der Sozialbericht erstellt für Duisburg mit dem Schwerpunkt Integration. Der ist noch nicht veröffentlicht und ich hoffe, dass wir da neue Impulse kriegen für die Zukunft. Dann wünsche ich Ihnen da sehr viel Erfolg für und vielen Dank für das nette Gespräch. Ich danke Ihnen.